Die Stadtkirche St. Nikolai in Bad Blankenburg am Nachmittag. Für Oberpfarrer Andreas Kempf ist dieser Sonntag ein besonderer. Ein letzter Gottesdienst, dann geht er in den Ruhestand. Und in Bad Blankenburg sind sie sich sicher, er wird fehlen. Es gibt, glaube ich, ein Zitat von Bonhoeffer. Es ist großes Glück, wenn es Menschen gibt, die ein Segen für andere sind. Und da würde ich mal sagen, Bonhoeffer wusste, dass es Menschen wie Andreas gibt. 26 Jahre hat Andreas Kempf in Bad Blankenburg gewirkt, nicht nur in seiner Kirche. Er hat mit den Menschen gelacht, geweint und sie getröstet, wie Superintendent Michael Wegner in seiner Ansprache sagt. Er hat es geschafft, tatsächlich als Seelsorger auch unglaublich präsent zu sein und für die Leute da zu sein. Bad Blankenburg ist heute Heimat für ihn, sagt Andreas Kempf. Er kann sich an seine erste Predigt noch gut erinnern. Und die erste Predigt, ich habe über Masken und Karneval gepredigt und wusste aber nicht, dass Bad Blankenburg Hochburg des Faschings ist. Sein jahrelanges Herzensprojekt, die Sanierung der Nikolaikirche gemeinsam mit dem Kirchbauverein. Dach, Fassade und Fenster sind fertig. Im letzten November konnten sie zwei neue Glocken weihen. Ein besonderer Moment für die Gemeinde. Jetzt soll es innen weitergehen. Wichtig ist Andreas Kempf auch seine Arbeit als Notfallseelsorger. In einem Schulförderverein ist er aktiv und engagiert sich für behinderte Menschen. Dafür erhält er heute das Goldene Kronenkreuz, die höchste Auszeichnung der Diakonie in Deutschland. Also man ist froh, dass man vieles gut hinterlassen kann und dass die Kirche in Ordnung ist, schön geworden ist. Da kann man schon, bin ich schon dankbar. Den Ruhestand wird Andreas Kempf bei seinen Kindern, die in der Eifel wohnen, genießen. In Bad Blankenburg will er trotzdem weiter ehrenamtlich arbeiten.